Vor der Höhle des Löwen. Der Löwe war alt geworden mit der Zeit. Er lag ausgestreckt in seiner Höhle, wie einer, der krank ist, stellte sich schwer atmend und dämpfte heuchlerisch seine sonst so laute Stimme. Die Kunde davon ging durchs ganze Tierreich und alle klagten um des Löwenkrankheit. Ein jeder kam zu ihm Besuch zu machen, manche aber auch um ihn sterben zu sehen. Keines der Tiere gelangte jedoch aus der Höhle wieder heraus. Der Löwe fraß sie alle mitleidlos, das Alter wurde ihm erträglich. Nur der schlaue Fuchs blieb vor dem Eingang draußen stehen und fragte: Wie geht es dir, König? Jener erwiderte: Sei gegrüßt, mein liebster Freund. Warum trittst du nicht herein? Komm näher, nimm Platz und tröste mich in mein Unglück. Darauf der Fuchs: Leb wohl, verzeih mir, dass ich gehe. Es schrecken mich die Spuren allzu vieler Tiere, die zwar hinein in deine Höhle, jedoch nicht mehr herausführen. Der Fuchs kehrt den Löwen den Rücken zu. Das war ein Fehler. Der Löwe rappelte sich auf und stürzt sich auf den Fuchs. Das war vor der Höhle des Löwen. Die Produzenten, also die mitgespielt haben, ist Erzähler 1, das bin ich. Mein Name ist Jeremy. Erzähler 2 ist Nick. Sag mal hallo. Hallo. Erzähler 3 und Löwe ist Markus. Hallo. Erzähler 4 ist Nils. Hallo. Und der Fuchs ist Manuel. Und hallo. Wir danken Ron, Johannes und Sophie. Auch nochmal ein Danke an euch. Und das war die Klasse 6a. Und tschüss.